Herzlich willkommen bei Bernds Erker. Ich bin der Bernd und hier in meiner Hand halte ich eine neue EDC-Taschenlampe. Und ob die was taugt, das finden wir zusammen raus. Mehr nach dem Intro. Bernds Erker, das ist mein Kanal. Epische Abenteuer, Bohazal. Bernds Erker, kommt herbei. Die Reise geht weiter, bleibt dabei. Die Firma Trustfire war so freundlich und hat mir eine neue EDC-Taschenlampe zugeschickt. Die hört auf den Namen Mini X3 und ja, ich will jetzt mal schauen, ob diese Taschenlampe was bringt. Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, hat vielleicht letztens auch meine Bunker-Videos gesehen, als ich im Urlaub war. Hier. Und dort hatte ich das Problem, ich hatte keine Taschenlampe dabei. Ich hatte nur mein Handylicht und das hat bei weitem nicht ausgereicht, um einen Bunker auszuleuchten. Und wie der Zufall so will, und das war wirklich Zufall, hat die Firma Trustfire mich angeschrieben und hat gesagt, hier, ich schicke dir eine EDC-Taschenlampe, teste die doch mal, vielleicht ist die ja was für dich. Ja, und das wollen wir jetzt mal kurz machen. Also kommen wir zum ersten Punkt und schauen uns mal ganz flott den Inhalt an. So, als erstes sehen wir die Farbe. Die hört auf dem schicken Namen Grey Titanium Gold. Dann gibt es noch Black, Army Green, Midnight Blue und Desert Yellow. Army Green hatten sie leider nicht mehr. Sonst wäre das meine Wahl gewesen. Als erstes sehen wir, dass die Taschenlampe nicht wie die häufigste Form in rund daherkommt, sondern eher ja, einem Oval. An der Seite haben wir hier eine geriffelte Fläche. Und dadurch, muss ich sagen, liegt sie gut in der Hand eigentlich. Also, die rutscht nicht aus der Hand. Hier auf der Seite haben wir eine USB-C-Ladebuchse. Die ist abgedeckt mit so einem Gummischutz. Hier ist der Hauptschalter zum Einschalten natürlich. Hier ist der Wahlschalter. Hier können wir zwischen drei verschiedenen Modi umherschalten. Die Rückseite gibt uns noch bekannt, dass das gute Gerät magnetisch ist. Und was auch drin verbaut ist, es ist ein 3,7 Volt 1500 mAh Akku drin. Hier haben wir noch einen praktischen Clip, der ist auch sehr stabil, sehr straff. Damit können wir halt die Lampe in der Hosentasche oder sonst wo verstauen gut. Und hier haben wir noch eine weitere Lampe. Ja, und die vordere Seite, dort sehen wir auch unsere zwei verschiedenen LED-Typen. Dazu kommen wir jetzt. Die Taschenlampe hat vier verschiedene Modi. Das ist der niedrigste Modus. Das sind 3,5 Lumen. Ich meine, ihr seht es gerade so auf der Kamera. Ich sehe es kaum hier bei Tageslicht. Die nächste Stufe, 55 Lumen. Die dritte Stufe, die liegt bei 215 Lumen. Und die letzte Stufe, die Extremely Bright, das sind 1050 Lumen. So. Das lässt sich doch erstmal sehen für eine EDC-Taschenlampe. Ja, hier drüber schaltbar. Man schaltet hier komplett durch. Wenn man sie ausschalten will, den Knopf wieder lange festhalten. Besonders schön ist, wenn man hier den Knopf drückt, dass hier dieses Trustfire-Symbol auch leuchtet. Hier steht auch nochmal Trustfire Mini X3. Diese EDC-Taschenlampe hat noch einen besonderen Modus. Wenn wir hier in dem Modus sind für das normale Licht, wo wir einfach hier durchswitchen können, wenn wir den Knopf lange festhalten, geht sie aus. Aber wenn wir ihn länger gedrückt halten, dann schalten wir hier auf UV-Licht. Wofür brauche ich das UV-Licht? Ja, einerseits könnt ihr damit halt Geldscheine überprüfen, ob die echt sind. Und andererseits könnt ihr da in Lost Places nach gewissen Flecken suchen, wenn ihr das möchtet. Kommen wir zum nächsten Modus. Hier auf dem Auswahlmenü seht ihr es gut. Hier haben wir drei verschiedene Menüpunkte. Wir sind jetzt auf dem mittleren. Gehen wir mal auf den vorderen Menüpunkt. Wieder lange die Taste drücken. Und wir sehen ein Laserpointer. Genau, die Taschenlampe hat nämlich auch noch eine Laserpointer-Funktion. Lange drücken, ist der Modus wieder ausgeschaltet. Gehen wir mal auf den letzten Modus. Das ist dieser. Und wenn wir jetzt die Taste lange gedrückt halten, seht ihr, geht der Modus an, dass hier die Lampe leuchtet. Den gibt es, glaube ich, auch in drei verschiedenen.
Modis. Das ist der geringste, mittlere und der hellste. Also hier gibt es nur drei Modis. Und unter anderem, ich weiß nicht, ob ihr das seht, das ist halt warmes Licht. Oder warm-weiß nennt man das, glaube ich. Und wenn ihr wieder die Taste für mindestens 2 Sekunden lang festhaltet, schaltet sich die Lampe wieder aus. Die Mini X3 verfügt über eine IP65-Zertifizierung. Das bedeutet, sie ist gegen Spritzwasser, also gegen Regen zum Beispiel, geschützt, aber nicht gegens Untertauchen. Also für Taucher ist die Lampe leider nicht geeignet. Der 1500 mAh Akku, der über USB-C geladen wird, benötigt maximal 50 Minuten, damit er vollständig geladen ist. Verbaut ist ein Lithium-Akku. Auf der geringsten Stufe, die 3,5 Lumen, die leuchtet ca. 5 Meter weit und sie leuchtet für ca. 100 Stunden. Die zweite Stufe mit 55 Lumen leuchtet ca. 20 Meter weit und hat eine Dauer von 15 Stunden, bis der Akku leer ist. Die hohe Stufe mit 215 Lumen leuchtet 65 Meter weit und ca. 4 Stunden, dann ist der Akku leer. Die Extreme Bright Stufe mit 1050 Lumen soll ca. 128 Meter weit leuchten und ist nach etwas mehr als 2 Stunden erschöpft. Das sogenannte Flutlicht, also dieses kleine Licht hier, das ist auf der geringsten Stufe bei 5 Lumen, leuchtet ca. 3 Meter weit und hält 72 Stunden. Die mittlere Stufe bei 55 Lumen soll ca. 32 Meter weit leuchten und hält 8 Stunden. Die höchste Stufe mit 303 Lumen soll 76 Meter weit leuchten und hält 3,26 Stunden, also etwas mehr als 3 Stunden. So, meine Freunde, das war's vom technischen Blabla. Ich hoffe, ihr seid noch nicht alle eingeschlafen. Die, die noch wach sind, nehme ich jetzt mal mit. Ich werde jetzt hier mal einen kurzen Szenen- und Tageszeitwechsel vollführen und dann sehen wir uns wieder und ja, testen die mal im Feld, würde ich sagen. Wenn ich jetzt euer Interesse geweckt habe an der Trustfire Mini X3 oder vielleicht wollt ihr auch eine andere Taschenlampe, ihr könnt ja gerne mal in deren Online-Store nachschauen. Vielleicht gibt es ja noch eine andere Lampe, wo ihr denkt, oh, die könnte was für mich sein. Beziehungsweise, wenn ihr diese jetzt wollt, die ist momentan im Shop, ich glaube, 20% günstiger wird die angeboten. Das ist, ich glaube, so ein Summer Sale oder so. Ansonsten könnt ihr meinen Code Bernd Serka benutzen. Hier. Nice. Damit spart ihr nochmal 10% auf eure Bestellung. Damit sind wir am Ende dieses Videos und denkt daran, Legenden schreiben sich nicht allein. Also raus mit euch, erschafft eure eigenen Geschichten und wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Bernd Serka.